Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Video, was hoffentlich sehr, sehr kurz gehalten wird. Ich möchte euch nur ganz kurz mitteilen, was ich mir für 2021 vorgenommen habe und wie das Lesevorhaben funktioniert hat, was ich mir für 2020 vorgenommen habe. Das Lesevorhaben für 2020 habe ich in einem Weekly Vlog besprochen. Den verlinke ich euch einfach mal hinter dem i, falls ihr da auch nochmal vorbeischauen möchte. Das erscheint auch ganz am Anfang von dem Video. Da gebe ich ein ganz kurzes Leseupdate von dem Tag und dann kommt auch schon mein Lesevorhaben, falls euch das nochmal interessiert. Aber ich werde euch auch, wie gesagt, nochmal erzählen, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Und ich würde sagen, damit starte ich direkt noch einmal durch. Ich habe hier meinen schlauen Zettel, wo ich mir alles aufgeschrieben habe. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ein bisschen runterschaue, weil ich auch einfach nichts vergessen möchte. Wir fangen einfach mal mit der Buchmenge an, die ich lesen wollte. Eigentlich setze ich mir da auch gar kein Ziel, aber für Goodreads setze ich mir da halt eben meistens ein Ziel. Und ich hatte das für 2020 auf 70 Bücher gesetzt und irgendwann im Laufe des Jahres auf 100 hochgesetzt. Mittlerweile bin ich bei knapp 120 Büchern, glaube ich. Bin mir da aber nicht so zu 100% sicher. Jedenfalls war ich irgendwann super überrascht, dass ich bei den 100 Büchern war. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das war auch überhaupt nicht so mein Ziel gewesen. Wie gesagt, ich habe im Jahr 2019 83 Bücher, glaube ich, gelesen. Deswegen dachte ich auch, ja, mit 70, das funktioniert so ganz gut 2020. Gut, ja, 2020 war ja auch ein sehr besonderes Jahr, würde ich einfach mal sagen. Es war einfach sehr anders. Und irgendwie habe ich auch so ein bisschen mehr zu den Hörbüchern noch gefunden, wodurch ich halt eben auch noch dann in einem Buch lesen bzw. hören konnte, wo ich eben keine Zeit hatte zu lesen. Ich glaube, das hat es relativ rausgeholt, obwohl ich auch gar nicht so extrem viele Hörbücher gelesen oder gehört habe. Gelesen kann man ja Hörbücher nicht, ne? Aber ja, ich müsste nochmal nachschauen, wie viele Hörbücher ich jetzt im Jahr 2020 gehört habe. Ich schreibe euch das mal hier hin, dann könnt ihr das auch einfach mal so erfahren. Genau, das war auf jeden Fall die Büchermenge, die ich mir für 2020 vorgenommen habe. Dann hatte ich mir eigentlich auch noch vorgenommen, also es geht auch immer wieder um das Thema Subminimieren, reduzieren. Ich habe meinen Sub Ende des Jahres 2019 bei, ich glaube, 57 Bücher habe ich gesagt, gehabt, was ich persönlich auch okay finde. Ich bin da gar nicht mehr so darauf aus, den Sub irgendwie zu minimieren. Ich bin aber darauf aus, und das war ich für das Jahr 2020 eigentlich auch schon, dass ich einfach mal die Bücher, die ich so 2016, 2017, teilweise auch 2018 gekauft habe, einfach mal lese, weil ich habe sie mir aus einem bestimmten Grund gekauft und das sind auch Bücher, die mich auch immer noch interessieren, aber sie liegen dann halt einfach auch schon, ja, Jahre auf meinem Sub, zwischen 2 und 4 Jahren, und deswegen hätte man die auch mal so langsam lesen können. Hat tatsächlich gar nicht so gut funktioniert. Ich habe auch ältere Bücher gelesen, aber ich habe auch sehr viel Neuerscheinungen gelesen. Ich habe sehr viele Rezensionsexemplare, glaube ich, geschrieben. Vielleicht blende ich euch hier ab und zu einfach mal ein paar Zahlen ein, die ich hier so in den Raum reinwerfen kann, zu Rezensionsexemplaren oder sowas in etwa. Jedenfalls hat das mit den Büchern aus 2016 bis 2018 lesen nicht ganz so gut geklappt. Möchte ich aber auf jeden Fall auch noch in Angriff nehmen. Und wenn wir auch schon beim Sub bin, ich habe auch in dem Video gesagt, dass ich jetzt nicht unbedingt darauf aus bin, meinen Sub zu minimieren. Es wäre aber schön, wenn mein Sub so bei 20, 25 Büchern sein wird. Als ich das gedreht habe, war mir, glaube ich, schon relativ bewusst, dass ich das nicht schaffen werde. Das habe ich auch nicht geschafft, das ist kein großes Geheimnis. Ich bin jetzt gerade aktuell bei 51 Büchern, glaube ich. Aber auch immer noch super, super im Rahmen, und dazu werde ich aber dann auch gleich ein bisschen mehr zu erzählen, wenn ich zum Jahr 2021 kommen werde. Ja, Subbücher auf 20, 25 Bücher schaffe ich, habe ich nicht geschafft. Das werde ich auch nicht mehr schaffen im Dezember. Dann auch wieder das Thema Reihen beenden. Auch das ist immer wieder ein Thema. Dazu kommt noch ein Video oder ist schon ein Video online zu meinen Reihen, die ich dieses Jahr begonnen habe und dieses Jahr beendet habe. Ich habe natürlich wieder mehr Reihen angefangen, wie ich beendet habe. Also hätte ich mehr Reihen beendet, wie ich angefangen habe. Darüber würde ich mich freuen. Aber ich finde es auch tatsächlich gar nicht schlimm, wenn man Reihen einfach auch anfängt, weil es erscheinen ja auch immer wieder schöne Reihen und tolle Reihen, die einem gefallen, die man lesen möchte. Aber ich habe tatsächlich auch einfach Reihen, die ich 2017 angefangen habe, die ich gerne mal beenden möchte. Und auf die Reihen beziehe ich mich da in dem Video auch hauptsächlich. Deswegen habe ich auch das angesprochen mit den Büchern aus 2016, 2018 lesen.
weil es ganz oft auch einfach Reihenfortsetzungen sind. Ja, Reihen beenden hat 2020 ganz gut funktioniert. Ich habe, glaube ich, um die 20 Bücher, 20 Reihen angefangen und um die 11, 12 Reihen beendet. Ist also gar nicht so verkehrt. Und da spreche ich jetzt nur von Reihen ab drei Teilen. Die Dilogien sind da gar nicht mit eingeschlossen. Dilogien lese ich aber auch relativ schnell hintereinander weg, sobald die Bücher erschienen sind, weil es eben nur zwei Bücher sind. Und bei Trilogien oder auch Mehrbüchern, ja, lese ich meistens die ersten zwei Teile oder auch nur den ersten Band und dann dauert es meistens ein kleines bisschen, bis ich die Reihe wieder weiterlese. Aber auch das ist auch noch ein Thema für 2021. Und dann kommen wir zu meinem Kaufverhalten für 2020. Da hatte ich mir vorgenommen, dass ich maximal sechs Bücher kaufe. Soweit ich das in dem Video verstanden habe, habe ich damit die Rezensionsexemplare nicht mit eingeschlossen. Also sechs Bücher kaufen plus Rezensionsexemplare ist okay, aber zehn Bücher kaufen plus Rezensionsexemplare wäre nicht mehr okay. Das hat natürlich nicht funktioniert, wobei ich mir gar nicht so viele Bücher, glaube ich, gekauft habe. Auch das müsste ich mal mir aufschreiben. Ich habe relativ viele Rezensionsexemplare angefragt, glaube ich, wobei ich aber auch relativ viele Bücher gekauft habe. Ich wüsste gerne mal, wie viele Bücher ich überhaupt 2020 gekauft, angefragt, geschenkt, wie auch immer bekommen habe, erhalten habe zum Lesen. Auch das werde ich euch hier irgendwo mal hinschreiben, weil das interessiert mich blendend. Natürlich sind jetzt die Weihnachtsgeschenke nicht mit eingeschlossen, aber ich glaube auch, dass da nur maximal ein Buch dazu kommen wird, plus Don't Hate Me, Don't Leave Me, den zweiten Teil der Don't-Reihe von Lena Kiefer. Genau. Ja, also das mit den sechs Büchern maximal kaufen im Monat, ich glaube schon, dass das funktioniert hat. Es gab Monate, da bin ich ein bisschen eskaliert, aber da waren dann auch relativ viele Rezensionsexemplare, glaube ich, mit dabei. Auch das müsste ich einfach mal nachschauen, ob das geklappt hat. Auch das werde ich euch hier irgendwo einblenden. Ja, ich merke schon, das wird ein sehr schnittaufwendiges Video, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil ich das super, super interessant finde und ich liebe Zahlen, wenn es um Bücher geht, außer die Euro. Das mit den Eurozeichen, das mag ich nicht ganz so gerne, aber sonst mag ich Zahlen unfassbar gerne. Und das waren eigentlich auch schon die Lesevorhaben, die ich für 2020 gehabt habe. Also es hat teils, teils mal gut funktioniert und mal auch eben nicht. Aber so im Großen und Ganzen bin ich mit dem, was ich geschafft habe, rundum sehr zufrieden. Deswegen kommen wir jetzt zu 2021. Da setze ich mir auch wieder kein Leseziel von der Büchermenge her. Ich werde, glaube ich, mein Leseziel bei Goodreads auf 80 Bücher erst setzen und dann mal gucken, wo ich am Ende des Jahres rauskomme. Da habe ich so gar kein Ziel, weil es gibt ja auch immer wieder verschiedene Lebensabschnitte, Lebensumstände, wo man einfach weniger liest oder auch mal mehr liest. Wenn man einen neuen Job anfängt oder sowas, dann liest man wahrscheinlich anfangs erstmal ein bisschen weniger, weil man so gefordert wird in dieser neuen Stelle oder Ausbildung oder Studium oder sowas. Also ja, da mache ich mir auch absolut gar keinen Druck. Ich war, wie gesagt, dieses Jahr super überrascht, dass ich die 100 Bücher geknackt habe. Ich glaube, so viele Bücher habe ich noch nie in einem Jahr gelesen. Dann eine Sache, die ich dieses Jahr auch schon angefangen habe, die ich auch gerne so weiterführen möchte, weil ich die Idee einfach sehr, sehr gerne mag. Und zwar für jedes gelesene Buch 3 € zur Seite zu legen und nur von diesem Geld Bücher zu kaufen. Das hat ehrlich gesagt jetzt erst gegen Ende des Jahres ganz gut funktioniert. Ich habe zwar mir diese 3 Bücher immer, 3 € immer zur Seite gelegt pro gelesenes Buch. Tatsächlich habe ich mir davor aber auch, obwohl ich das Geld gar nicht hatte, Bücher gekauft, aber habe das dann alles trotzdem verrechnet. Und ja, jetzt zum Ende des Jahres komme ich auch endlich wieder auf einen Plus und könnte mir von dem Geld, was ich erlesen habe, mir jetzt tatsächlich auch ein neues Buch für, ich würde sagen, 14 €, glaube ich, kaufen können. Ja, also das hat ganz gut funktioniert und ist die Idee, die mache ich eigentlich auch so ganz gerne. Ich rechne da aber auch die Rezensionsexemplare nicht rein. Ich möchte aber auch 2021 ein bisschen mehr darauf achten, was für Rezensionsexemplare ich anfragen möchte, ob das für mich Sinn macht oder ob ich die Bücher so oder so in meinem Regal stehen haben möchte. Oder ob mir das auch einfach reicht, wenn ich das als E-Book lese, weil meistens frage ich meine Rezensionsexemplare bei NetGalley an und das sind halt alles einfach nur E-Books. Ja, wie habe ich den Satz angefangen? Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall möchte ich Rezensionsexemplare ein bisschen bewusster anfragen und dann vielleicht doch mal lieber ein Buch eher kaufen, ob es jetzt neu oder gebraucht ist, ist ja auch völlig egal. Aber Rezensionsexemplare ein bisschen bewusster anfragen und es mit den 3 € pro gelesenes Buch zur Seite legen und nur davon Bücher kaufen,
Das werde ich auf jeden Fall umsetzen können und das wird, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Auch eine Sache, die ich ganz unbewusst 2020 schon mitgemacht habe, sind drei englische Bücher lesen. Ich habe dieses Jahr genau drei englische Bücher gelesen und auch das möchte ich gerne 2021 machen. Ich glaube, das ist machbar. Das wäre alle 4 Monate in etwa ein Buch, ein englisches Buch und ich glaube, das ist auch ja, so machbar für mich. Ich habe mir ja immer jeden Tag 30 Minuten Zeit genommen, um zu lesen in dem englischen Buch. Das waren meistens so 1 bis 2 Kapitel, je nachdem, wie lang die Kapitel eben sind. Ich brauche natürlich dann etwas länger für dieses Buch, aber für mich funktioniert das so tatsächlich ganz gut. Und vielleicht werde ich mich auch eher mal in die Liebesromanrichtung bewegen, als in die Fantasy- und Science-Fiction-Richtung, wie ich dieses Jahr hauptsächlich gelesen habe. Wobei das bei diesen Büchern auch ganz gut funktioniert hat. Ein englisches Buch weiß ich auf jeden Fall, was ich nächstes Jahr lesen möchte. Und zwar ist es der dritte Teil von Cat and Cole, der ja nicht übersetzt wird. Aber ich möchte auch die Reihe gerne beenden, weil ich die Reihe, glaube ich, 2018 angefangen habe. Und apropos 2018, es hat nichts mit 2018 zu tun, sondern mit 2017. Es gibt noch ein paar Reihen, die ich 2017 begonnen habe, die ich jetzt so langsam zum Abschluss bringen möchte. Also das sind jetzt Dilogien und höherteilige Reihen. Also ja, ab Dilogien meine ich alle Reihen quasi, die ich gerne vervollständigen möchte, beziehungsweise beenden möchte in 2021. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, wie viele Reihen das sind, aber es dürften so ungefähr, ich würde schätzen, 5 bis 7 Reihen sein. Und hauptsächlich fehlt mir da immer nur noch 1 oder 2 Teile. Also das sollte auf jeden Fall, glaube ich, machbar sein. Ich muss da noch mal genau gucken, wie viele Teile das insgesamt wären. Auch das schreibe ich euch hier wieder irgendwo hin, damit ihr auch da einfach mal eine Zahl habt. Dann gucke ich unfassbar gerne die Videoreihe von Bookmarked, aber es gibt auch viele andere YouTuber, die inzwischen diese Reihe machen, und zwar die Rache des Sub. Und ich finde das super, super spannend und auch das möchte ich jetzt 2021 wirklich machen. Ich wollte es auch schon 2020 machen, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Aber ich glaube, 2021 sollte es ganz gut funktionieren und ich werde mit dem Jahr 2019 beginnen. Ich weiß nicht, wie viele Bücher davon noch übrig bleiben. Ich glaube nämlich gar nicht mehr so viele, nur noch 7 Bücher oder so. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Das muss ich dann erstmal in den ersten Monaten schauen und wenn das nicht ganz so viel Sinn macht, muss ich mich dann wirklich auf 2020 fokussieren. Oder ich mache es vielleicht einfach so, wenn es 2019 kein Buch gibt, was ich in dem Monat gelesen, ja, nicht gelesen, aus dem Monat nicht gelesen habe, dann nehme ich einfach das aus dem Monat von 2020. Also angenommen, ich drehe im April das Rache des Subvideos für 2019, dann gucke ich mir eben die Bücher an, die ich 2019 gekauft habe, angefragt habe, wie auch immer, aber Rezensionsexemplare aus 2019 sollten alle gelesen sein. Schaue ich mir das halt eben an und wenn ich von 2019 keine Bücher mehr habe, also April 2019 keine Bücher mehr offen habe, dann gucke ich mir einfach April 2020 an. Ich glaube, das macht so für mich mehr Sinn, weil ich glaube, aus 2019 habe ich wirklich nur noch so 7 Bücher in etwa. Dann gibt es eigentlich auch nur noch 2 Punkte, die ich mir mehr zu Herzen nehmen möchte. Ich habe dieses Jahr angefangen, Bücher zu rereaden und auch genau das möchte ich nächstes Jahr noch weitermachen. Es gibt noch ein paar Reihen, die ich unfassbar geliebt habe, wo ich mir nicht sicher bin, ob mir das Buch noch gefällt, ob es wirklich in meinem Regal stehen muss oder ob ich es auch aussortieren kann. Und ja, deswegen möchte ich einfach ein paar Bücher rereaden. Ich kann euch dazu gerne auch noch mal ein Video abdrehen, welche Bücher ich gerne rereaden möchte. Dann kann ich euch die Bücher da genauer zeigen. Es sind nämlich auf jeden Fall ein paar. Es gibt, wie gesagt, auch einfach Reihen, die möchte ich unbedingt nochmal lesen, weil sie mir super gut gefallen haben und auch noch weiterhin gefallen werden. Viele der Reihen habe ich tatsächlich auch vor einigen Jahren das letzte Mal gelesen. Deswegen fände ich das auf jeden Fall nochmal interessant, wie meine Meinung jetzt sein wird zu den Büchern. Und der letzte Punkt auf der Liste ist einfach ein bisschen mehr unbekanntere Bücher zu lesen. Ich lese sehr viele Bücher, die gehypt werden, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, weil manchmal gefallen sie mir, manchmal gefallen sie nicht, aber mich spricht das Thema oder das Buch oder der Klappentext halt immer irgendwie an. Oder das ist eine Autorin, ein Autor, von der oder dem ich sowieso alle Bücher lesen möchte und ob sie dann gehypt sind oder nicht, hält mich dann davon auch nicht ab. Jeder darf hier lesen, das, was er möchte, aber ich möchte auch einfach gerne etwas unbekanntere Bücher lesen.
Oder mir ist da sofort eingefallen, Bettina Pfeiffer oder B.E. Pfeiffer. Ich habe letztes Jahr, dieses Jahr, 2020, einige Bücher, okay, das ist auch übertrieben, zwei Bücher von ihr gelesen, die mir unfassbar gut gefallen haben. Und ich möchte einfach noch mehr Bücher von ihr zum Beispiel lesen, weil ich das Gefühl habe, Bettina Pfeiffer ist gar nicht so bekannt, obwohl sie relativ viele Bücher veröffentlicht hat und tatsächlich auch schon in Verlagen. Dieses Jahr hat sie ja auch ihr erstes Self-Publishing-Projekt veröffentlicht, auch komplett dieses Jahr. Und ja, irgendwie möchte ich solche Autoren und Autorinnen ein bisschen mehr unterstützen und ja auch einfach deren Bücher lesen oder aus kleineren Verlagen die Bücher lesen. Ich kenne zum Beispiel den Akabus Verlag, der ist sehr klein, der hat nicht immer Bücher, die mir zusagen, aber manchmal gibt es halt eben Bücher, die mir zusagen, die ich einfach gerne lesen möchte. Ich habe ein Buch aus dem Verlag gelesen, von dem ich mir gar nicht so viel erwartet habe und es war trotzdem ein wunderschönes Buch gewesen. Und das zeigt mir auf jeden Fall, dass ich mir die kleineren Verlage noch mal ein bisschen näher anschauen möchte und gucken möchte, was es dort für Bücher gibt. Deswegen an der Stelle auch einfach mal, schreibt mir in die Kommentare, welche kleineren Verlage ihr kennt, wo ich mal vorbeischauen könnte, sollte, wie auch immer. Und schreibt mir gerne auch etwas unbekanntere Bücher in die Kommentare. Dann kann ich da auch mal vorbeischauen. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Videos angekommen. Das sind so die Lesevorhaben für 2021. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Zum Sub habe ich jetzt absolut gar nichts gesagt. Da kann ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar ist mir mein Sub. Die Subhöhe ist mir eigentlich völlig egal. Ich bin mit meinen 50 Büchern auf dem Sub, die ich so durchschnittlich habe, mal sind es mehr, mal sind es weniger. Aber ich würde sagen, durchschnittlich sind es 50 Bücher. Super zufrieden. Und solange ich den Platz habe, ist das für mich auch vollkommen ausreichend. Okay, momentan wird der Platz ein bisschen eng und ich muss mal ein bisschen durchsortieren, aber es gibt auch einfach unfassbar viele Bücher, die ich gerne physisch besitzen möchte, wobei ich ja auch sehr viele E-Books inzwischen lese und auch das möchte ich 2021 beibehalten, weil ich E-Books ganz gerne mag inzwischen. Ich finde es sehr angenehm, ein Kindle oder ein E-Reader in der Hand halten zu können, weil man bequem im Bett liegen kann, mit seinem Kindle Licht aus und ja, ich finde das einfach sehr viel bequemer. Deswegen möchte ich auch noch mal ein bisschen mehr auf die E-Books achten. Dass ich da vielleicht mehr E-Books lese bei Büchern, die ich nicht unbedingt im Regal stehen haben muss. Ja, eher die E-Books kaufe, wobei ich tatsächlich manchmal die E-Books auch ein bisschen teuer finde, aber das ist noch mal so ein anderes Thema für sich. Genau, jetzt habe ich ja wirklich alles gesagt. Wie gesagt, mein Sub ist mir nicht so wichtig, aber so 50 Bücher durchschnittlich. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Mal gucken, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Vielleicht schrumpft ja mein Sub auch auf 20, 25 Bücher, wie ich mir für 2020 vorgenommen habe. Vielleicht wächst er ja auch auf 80 an. Das werden wir dann Ende des nächsten Jahres auf jeden Fall sehen. Und jetzt habe ich wirklich genug erzählt. Ich freue mich, wenn ihr mir vielleicht, ja, wie gesagt, unbekannte Verlage, Autoren, kleine Verlage in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.